Auf die Impfung, da warten bereits viele Menschen drauf. Derzeit ist aber die ältere Altersgruppe der Bevölkerung dran und Menschen mit Hochrisiko. Aber unter anderem auch die Wiener Philharmoniker. 95 Mitglieder haben da bereits die erste Impfung erhalten. Die Stadt Wien hat da eine Vorreihung bestätigt, denn sie möchte den Klangkörper international spielfähig halten. Des Weiteren heißt es, dass die Wiener Philharmoniker unterschiedliche Spielverpflichtungen haben und es damit gerechtfertigt ist, die Impfung zu bekommen. Als Schlag ins Gesicht bezeichnet das die Interessensgemeinschaft Theaterarbeit für Freie. Sie sage, es sollte für alle Künstler zugänglich sein, vor allem für den darstellenden Bereich. Da ist nämlich ein hohes Infektionsrisiko geboten, vor allem bei den Proben. Die Stadt Wien zeige damit, dass sie Menschen in Klassen teilt und die Impfung sollte für alle zugänglich sein.